Sekunden. Vorher waren es 3,8, also hast schon. Mit Mager. Rosberg ist 3 Sekunden hinter mir. Das ist doch jetzt schon ein bisschen anstrengend, dass du den bekommst. Fährst du jetzt in die Box oder? Irgendwann muss ich ja. Ja, klar. Oder du fährst so lange bis zur 35. Runde mit Reich und... Boah, na, ausgebaut auf dich, obwohl ich so nicht den Zeitpunkt fahre. Ich weiß auch nicht warum. Ich hatte eine Überrundung. Ja, Eriksson. Ich bin jetzt top in die Box reingefahren. Ich bin super in die Box reingefahren. Ich hab nichts voraus. Oh cool, wir haben eine Ordnung. Natürlich. Oder du fährst jetzt weich und dann aber. Naja. Davon kann ich nicht fliegen. Sutil ist Vierter. Mhm. Oh, weiß sein, dass der vorbei ist an Hamilton. Nee, es kommt nach dem nächsten Durchfahrt, kannst du sehen. Du bist am Hakenreifen, noch ein Bock. Wie weit bist du hinter Rosberg? 9. Also hast 5 Sekunden aufgeholt. Alter, durch den Stop hast du alleine 3 oder 2 Sekunden aufgeholt. Tja, perfekt in die Box reingefahren, Leute. Bis dann die automatische Piste da einfach drüber übernimmt. Ja. Bin ich super gefahren. Ich bin nur auf dem Asphalt geblieben. Ich bin nicht ins Gras gekommen. Das ist gut. Mein Abstand zu Rosberg ist auch nicht gerade groß, falls du denkst, hier, ich bin übelst weit weg. Ich bin gerade mal 4 Sekunden vor dem. Also nur 15 Sekunden haben wir zwischen uns. Das ist nicht viel. Ich habe 9 Sekunden jetzt mit schon auf Rosberg. Das sind 6,6 Vorsprung auf. Pro Runde eine Sekunde aufrüst, bist du dann am Ende eine Sekunde vor mir. Rein jetzt rechnerisch. Rechnerisch? Dann lässt du mich da nur vorbei. Ja, würde ich sogar. Das würde ich sogar vorbeilassen. 8,6. 8,5 stand bei mir. Und 7 Sekunden Vorsprung. Wenn du sogar, wenn du Rosberg noch überholen könntest, wäre es gut für meine WM. Red CMS Dynamo Pass for the Championship. 8,1. Okay, du holst sowas von auf. Fährt er auch auf hart? Wenn er nämlich auf weich fährt, dann hast du richtig geil Plus gemacht. Oh, ich denke mal, der von Dorf auch. Wir haben ja das von vorgegebene übernommen. Du näherst dich jetzt ein paar langsameren Autos. Versuch schnell vorbeizukommen. Hm? Was ist denn los? Der Rosberg, also sozusagen das Auto vor dir, hält dich auf. Versuch schnell daran vorbeizukommen. Hm. Ja. Okay, Rosberg halt nicht bereit. Lol. 7 Sekunden. Ist jetzt nur noch. Da ich noch nicht. 12 Sekunden hinter mir. Was fährst denn du für Zeiten so mit Hart? Ja, was ich nicht. Los jetzt, ey. Nee, oder? Kann doch nicht sein, dass du mit Hart so eine Zeit fährst. Oder? Du fährst doch bestimmt auf Weich, das geht ne? Ich fahr auf Weich. Normal gewischt. Das ist nicht normal. Okay, wir sind nur noch 10 Sekunden getrennt. Dann müsst sowieso erstmal an Rosberg vorbei. Ich glaube, ich habe mir das gut eingeteilt. Wäre dein Dreher nicht gewesen, wärst du schon vorbei. Da wärst du bestimmt direkt hinter mir oder schon vorbei. Hey, ich kenne ja nicht dafür, dass ja Alonso nicht dreht. Ja, der hat oder bestimmt eine Strafe, der ist nämlich gar nicht mehr im Blickfeld. Vielleicht genau wegen dem Dreher besser. Kann auch sein. 5,4 Sekunden ist doch. Nach 3 Runden erfahren. Ich krieg langsam Angst. Ich fahre nämlich nur 1,15er Zeiten. 1,15,5. Jetzt aber keine gute Zeit von dir. Nö, ins 13. 8.
aber sie kommen trotzdem nahe an sich. Du fährst niemals sofort 1.13er Zeiten, das glaube ich denn. Das wirst du dann sehen. Im Video. Na, ja, weil du bestimmt gerade auf Weich fährst. Geht gar nicht. Du wirst sie von noch. Mache ich dann so eine Augen, ey. Gerade diese Zuschauertribünen hier, die sind so weit weg. Wenn du dich mal umguckst. Nee, die sind auf diesen komischen, auf den Zuschauer, sondern auch davor dürfen sie stehen. Auf dem Rasen. Hm, 8 Sekunden drin. Los. Ich hab grad richtig scheiße gebaut. 1.15.8. Ja, jetzt muss man nicht mehr. 1.14.9. Ja. Wieder 6 Sekunden. Es wird schwer bis zum Ende den einzuholen. Und ich muss niesen. Gesundheit. Noch grad so gemutet. Noch grad so meine Hand auf den Mikro. Oh, scheiße, jetzt hab ich die komm. Jupp, ich seh's. 2,5 habe ich auf Rosberg nur. Jo. Irgendwie fahre ich total Mist, aber ich kann nichts dafür. Ich fahre ganz normal auf der Ideallinie meine Zeiten, meine Runden. Aber irgendwie sind es nur 1.15er Runden, 1.14er Runden, keine 1.13 mehr dabei. Das sind die harten Reifen. Und irgendwie komme ich mit denen nicht zurecht, das kann gut sein. 7, das ist gut gemacht. 3,9. Boah, wird doch eine 1,15. 1,6 Sekunden. Rosberg. Also ich bin jetzt in der 1,14. Bist du in der 8 dort? Ich bin in der 1,14. 6 oder 4 gefahren. Kam jetzt aus der Box. Nicht Rosberg. Müsste ich auch schon wieder Rosberg im Rückspiegel. Scheiße, wenn ich den aufhole, dann bist du natürlich schneller dran. Also aufhalte. Ja, das war schön. Das ist was. Ja, toll. Irgendwann zieht er sowieso vorbei. Durch den Highspeed. Nö. Du musst bloß aus die Kurve schnell genug rauskommen. Es wird noch mal eng bis zum Ende, 12 Runden. 0,9, er ist im DRS-Fenster. Was fahr ich denn für eine Grütze? Ja, uns trennen nur noch 6, 5 Sekunden. Also, er ist nämlich direkt dran, er wird DRS haben. Und er zieht... Oh, fuck! Ich halte ihn auf. Ne, er ist direkt neben mir. Der ist vorbei. Der ist vorbei, eiskalt. Und ich ziehe innen vorbei. Oh! Jetzt wird's spannend! Top. Siehst du die Zeiten um links? Nee. Ich sehe euch. 0,0, 0,33. 4,7. Oh, fuck! Ich kann nicht mehr 5 Sekunden drin. Ich kann nicht mehr. Ich bin schon wieder selig am Ende. Dass ich vielleicht nicht mal meinen zweiten Saisonsieg kriege. Dass ich den eher habe als du. Presse, das ist egal. Ich will einfach nur für Rosberg. Das ist das Problem. 3,6, Alter, willst du mich verarschen? 4 Sekunden insgesamt. Und dann noch die Zwischenzeit von. Wann fahr ich denn eigentlich in die Box, Gottverdammte, in der 28. Ja, wenn wir was haben. Ja, Rosberg ist direkt dran, er hat zwar DRS, kommt dran, aber ich bleib einfach auf der EA-Linie. Okay, weiche Reifen beim nächsten Stop. Oh, ich habe, aber ich sehe dich noch nicht um die Kurve fahren, das ist das Positive. Ich sehe euch um die Kurve fahren. Oh, nee.
du uns alle Bete kassierst, nämlich in der Spitzkurve kassierst du uns alle Bete auf Elmar. Das sag ich dir. Ach. Oh, ich seh dich da. Nee. Machst du nicht. Das bin ich. Scheiße. Ich fahr ja schon so gut wie ich kann, aber es geht irgendwie nichts voran hier. Fährt er auch fett oder warum ist der so schnell rangekommen? Das kann natürlich sein, dass er jetzt die volle Drehzahl nimmt. Er versucht die Lücke zu schließen. Meinst du ich? Nee. Aber ich habe auch ganz schön aufgeholt, ne? 10 Sekunden fast. Ah, ich sehe dich da hinten um die Kurve hinten fahren. Scheißdreck. 2,6 sind. Ja, 2,5 steht bei mir. Für dich muss es immer ein bisschen gefährlicher aussehen. Für mich noch mehr Anspruch. Aber Rosberg bleibt jetzt hinter mir, es war eine gefährliche Szene hier auf Startziel. Ja, pass auf, du. Bin wieder vorbei. Du kommst Rosberg in jeder Runde etwa eine Sekunde. Du kommst Rosberg in jeder Runde etwa eine Sekunde näher. Fuck, bist du in 4 Sekunden näher? Ich hab nicht gedacht, dass du so schnell rankommst. Hamilton ist hinter mir. Ich weiß nicht, wie viele Sekunden. Viele. Ah, ich seh dich um die Kurve fahren dahinter. Das gibt's doch nicht. 24 Sekunden hinter mir. Ja, das wird auf alle Fälle unter uns rein. Mercedes-Motor. Zwei McLaren und ein Mercedes. Am besten wäre es, du wirst Zweiter, ich Erster und Rosberg Dritter. Das wäre gut für uns beide. Für dich, ja, stimmt, du brauchst ja auch noch Punkte für Platz 10 in der Rangliste da. Da bin ich ja nicht mehr zentrisch mit den Punkten hier. Ich dachte, die Strecke liegt mir überhaupt nicht, dachte ich. Ich hab schon nur vorher gesagt, hier, die Strecke wird dir liegen. Aber jetzt hab ich gerade vorne Zeit. Jetzt seid ihr wieder auf die 3,5 Seite vorne. Im besten Zug. Warum? Was hast du denn gemacht? Zu weit ausgeholt in der Kurve. Boxenstopp diese Runde, endlich! Ich feiere den Boxenstopp. 24 Sekunden ist der CL. Natürlich. Also, so wie verhauen kann ich gar nicht mehr. Wern ist das hier vor mir. Auf Platz 12 liegend. Macht er mir Platz? Jawohl. Ich bekomme keinen DRS auf den. Warum nicht? Ja, mach! Oh Mann, warum versperrt er denn nicht Rosberg? Oder dir? Mir würde bestimmt den Platz verlieren. Lol, ich dreh mich. Nicht. Wern macht es ganz gut. Ich hätte euch gerade ein bisschen gehofft, dass du dir vielleicht ein bisschen Zeit nimmst. Aber irgendwie. Oh, bitte nicht, Rosberg! Vergiss es! Kommst du nicht vorbei! Ich habe mich wieder doppelt bei dir. Entschuldigung, aber ich muss diese Leute haben. Ich bin mit aufgehoben. Boah. Schulfen in der Box, der fährt eine Runde weiter. Oh fuck, Alter, war das eine Scheiß! Stint, das war der schlechteste Stint überhaupt. Boxenstopp diese Runde. Doxenstopp. Nein, das erste Mal Reifen. Ja, das ist in der letzten Runde der harten Reifen, ist das so. Das Dumme ist, Hamilton kommt an mir vorbei. Der wird mich aufhalten. Kommt der an dir vorbei? Nee, das ist Ericsson. Das erste Mal, dass ich die Spitzkurve scheiße nehme. Sekunden, oder? Ist der hinter. So, jetzt im Fernduell mit Rosberg und CMS Dynamo. 16 Sekunden. Wenn man bemerkt, dass vor dem Stint da 5 Sekunden standen. Ja. Was, bei mir? Bei uns? Zwischen uns? Ja, nach meinem Stop. Kobayashi. Der hat mich im letzten Rennen einfach eiskalt zurückgerundet. Also hat sich zurückgerundet. Zwei Sekunden nur. Fuck, wenn du ein DRS-Fenster bist, hast du gewonnen. Zieh durch! Hä? Ihr seid schon in der Box, Alter. Ich bin jetzt erst in der letzten Kurve. Alter. Okay, ich bin jetzt über Startziel. Yo!
Ja, ich hab's bemerkt. 42 Sekunden noch hin. Ich bin weit weg von Rosberg. Das hat schon was. Ich war jetzt mit Fett, deswegen. 2,18 sind es wieder. Also ist schon wieder ein Stück. Bei dir sind es 2,5, also haben wir jetzt doch. Es wäre gut, wenn du vorbeifährst, ja. 38 Sekunden habe ich auf Hamilton. Ja, ist gut. Der ist Vierter, so in der Welt. Und jetzt weißt du dich, wie die sich in echt gefühlt haben. Zwei Mercedes. Also, wie zwischen wir und uns bin hier. Ja. Ich war gerade auf Bestzeit, ich war aber auch auf Fett. Das wirst du genau jetzt verhauen. Hallo, die Bestzeit, die ist auf Hartreifen basiert, ne? Ja, dass du das jetzt erst mit beiden Reifen, der am Tank brechen kannst, vielleicht wirst du brechen, hast du gebrochen. Tja. Aber ein gutes Stück. Na, halbe Sekunde. Ja. Also halbe Sekunde. Unterschied. Du kommst gar nicht näher an Rosberg, das ist die Scheiße. Du musst langsam mal Dampf machen, es sind nur noch 5 Runden. Ah. 0,7, dann lasse ich mir Zeit. Konzentration jetzt. Wir wollen noch mal den Doppelsieg hier. Du hast schon erst. Ja. Ja, bin ich dann nur Dritter geworden? Dritter geworden, du hast dich von Hamilton holen lassen. Er hat schon gekracht in der ersten Woche. Aha, du brauchst das gerade schlecht verbinden. Guck mal auf die Zeit. Ja, Entschuldigung. Scheiße. Was ist jetzt los? Ja, ist doch wurscht. Da fahren wir wieder alleine hier. Guck mal. Ja. Alter. Ja, fett. Bist du jetzt mal dran an dem? Wir sind nur 2 Sekunden hinter ihm. Irgendwie heute der letzte Sekunde war. Das ist nicht gut. Aber obwohl du im Qualifying im letzten Sektor besser warst. Nee, ich war im zweiten Sektor der Beste. Du warst so 18. langsam, weiß ich. Boah, Alter, vor mir ist eine Viererkette, die ich überwunden muss. Viel Spaß. Ja, ich bin schon. Hab ich schon. 1,3, jetzt hasten, komm! Nee, Chilton hat von der Platz gemacht. Pfeife. So ein Idiot. Bloß wegen dem jetzt nicht wieder. Wieder 12, wird es bestimmt sein. Mhm. Mindestens, wenn nicht sogar mehr. Ich wollte ganz schön. Ich bin mir heute gerade keine Zeit. Ich bin 15, da. Alonso 14. Hülkenberg 13. Ich krieg DRS. Das ist ja schwul, ist das hier, Schiebe. Das, was mir gegeben wird, nutze ich natürlich, um hier wegzukommen. Alter, wie viele Autos erstmal im zweiten Sektor sind. Dritter Platz war auch was Schönes, 14 Runden. Bernd, was machst denn du für behindert Platz, Alter? Muss erstmal aufs Gras fahren. Alter. Das wird nicht mehr. Rosberg fährt jetzt besser. Bist du fett? Boah, Junge! Bleib da halt dritter.
alle Platz haben, chillen. Wie ich? Ich habe auch nur Müll hier. Jeden einzelnen. 1,5 plus wegen. Ja. Aber muss man. Rosberg ist wieder dran an mir. Ich kann den aufhalten. Dann wird's die letzte Runde nochmal richtig spannend. 1,4 sind sie nicht mehr. Zwischen dir und dem Auto vor dir liegen 3 Sekunden. Hast du jetzt alle überrundet? Ich bin jetzt an Alonso vorbei, ja. Und da kommt ja noch Hülkenberg und Wern. Hülkenberg ist schon. So. Wern auch schon. Rosberg ist dran. Jetzt kommt hier ein Vettel aus der Box aus Platz 20. Der hat sich so schade. Alter, so nah bist du. Ah, nicht. Ah, da wird wohl nichts mehr. Außer ich werde jetzt wirklich so eine übelste brachiale Aktion machen, um den aufzuhalten. Ich mach's lieber nicht. Ich bin froh über den dritten Platz. Hm. Hätte mehr gehabt, wenn's im Qualifying so dämlich geworden wäre. Boah! Der dreht mich fast! Leute. Doch, das Fettel ist an meinem Brand auch. Ja. Das ist keine Zeit, der Start und Ziel von euch. So beschissen. Jetzt 14,8. Jetzt 13,8. Die Sekunden auf gut. Da war nichts mehr, denke ich mal. Wegen Mischberg. Vettel, der will sich zurückholen. Das wäre es, wenn er es schaffen würde. Ah, dahinter bist der Dreck, du. Bringt mir aber nicht. Doch, vielleicht haut der Vettel den noch raus. Das wäre es. Direkt dran. Scheiße. Das war's. Jetzt mal ganz Ende. Ja, das wird was, weil der hält irgendwie absichtlich den Vettel auf. Ich weiß nicht warum. Platz 3. Ja, jetzt blinkt bei mir erst das Tacho mal. Dingsbum. Benzin. Ja, zweiter Saisonsieg. Ja, na, ganz klar. Ja, der Qualifying gewesen, da wäre ich da. Uiuiuiui. Lotus sind ganz weit vorne gekommen. Sauber hat sehr viele Punkte geholt. Da gucken wir mal auf die Gesamtwertung. Du bist jetzt von 10 auf 8 vor. Massa ist rausgeflogen, mal gucken. Ja? Was gab's für Zwischenfälle? Gock. Schön. Ja, Massa ist raus. No. Also wir sind immer noch Zweiter in der Gesamtwertung. Haben sogar unseren Vorsprung jetzt ausgebaut auf Red Bull. Ja, und verkürzt haben wir. Verkürzt. Ja. Und wie weit hast du, wie viel hast du verkürzt? Auf 17 Punkte. Also von 24 auf 7, noch. Ja. 17. Ja. Gut, das wird nochmal eng, denke ich mal. Es wird ist noch nicht gegessen hier. Also die Konstrukteursweltmeisterschaft, die können wir uns mal abhaken. Ah, pass auf. Wenn du das schon so sagst. Dann sehen wir uns im nächsten Rennen wieder. Jo, bis dahin. Ciao.